Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu meinem 100 Abonnenten-Special. Es ist ja mittlerweile schon eine Weile her, dass ich die 100 Abonnenten erreicht habe und ich hatte euch ja eine Roomtour versprochen. Ja, dementsprechend, hier ist sie. Das Problem ist nur, ich hatte eigentlich vor, eine zweiteilige Roomtour zu machen und zwar, indem ich euch die alte Wohnung zeige und euch zeige, warum ich da nicht mit Facecam aufnehmen konnte und euch jetzt die neue Wohnung zeige und hier zeige, warum es hier geht. Im Endeffekt habe ich in dem Video vergessen zu erklären, warum ich jetzt hier in dieser Wohnung mit Facecam aufnehmen kann. Aber ich kann es euch im Nachhinein eventuell irgendwann in einem Video nochmal erklären. Und ja, meine Vlogs können jetzt dementsprechend auch mit Facecam aufgenommen werden, weil, wie ihr seht, es ist alles wunderbar, es klappt, ihr seht mich, ihr versteht mich und dementsprechend kann es dann jetzt auch mit Facecam losgehen. Ich glaube nicht, dass ich die Let's Plays mit Facecam aufnehmen werde, weil das ist irgendwie einfach nicht so mein Ding. In den Let's Plays möchte ich gerne unbeobachtet und ungezwungen spielen können und das kann ich nicht, wenn ich weiß, dass mich die ganze Zeit theoretisch jemand beobachtet. Deshalb werde ich bei den Let's Plays die Facecam wahrscheinlich noch weglassen. Aber in den Vlogs wird es sie auf jeden Fall jetzt geben. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß bei meiner Roomtour. Genießt es und bitte keine Vorurteile. Es ist noch sehr unordentlich und es ist noch sehr Umzug und deshalb tut mir leid, wenn es noch sehr unordentlich aussieht. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie und wo ich momentan so wohne. Und ja, dann viel Spaß. Okay, hey ho zusammen und herzlich willkommen zu meiner kleinen Roomtour. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ist dies hier unsere Eingangstür, die in einen Flur führt. Und hier neben direkt befindet sich unser Badezimmer. Nicht schön, aber selten. Es ist auch noch nicht sehr wunderschön eingerichtet. Was ich aber besonders toll finde, ist die Tatsache, dass wir eine Badewanne haben. Wir haben endlich eine Badewanne. Ewigkeiten habe ich darauf gewartet, endlich wieder baden zu können und jetzt kann ich es. Ein Fenster finde ich im Badezimmer auch immer sehr schön und was ich besonders schön finde, sind die Halogenleuchten da oben. Die finde ich einfach bombastisch. Den kleinen Schrank haben wir übernommen, genauso wie die Lampen. Das war, glaube ich, den Vormietern auch einfach zu mühselig, die jetzt wieder abzubauen. Ja, so viel dazu. Die Tür schließt irgendwie nicht richtig. Das ist so ein bisschen. Seht ihr hier? Die geht immer wieder. Die geht gar nicht richtig zu. Ist ein kleines Problem. Bitte das hier alles nicht beachten. Das ist noch Müll, Umzugsmüll. So, hier kommt man jetzt eigentlich in unsere Küche. Ich kann euch ja mal so ein bisschen was hier so zeigen. So ganz, ganz bisschen. Aber es sieht momentan wirklich richtig, richtig schrecklich aus. Richtig grottig. Und deshalb werde ich die Küche einfach mal auslassen. Ich habe vorhin extra noch sauber gemacht, aber wir hatten auch gestern Waschtag. Und dementsprechend sieht das Ganze auch aus. So, hier sind wir, wie gesagt, im Flur. Hier kommen unsere Schuhe immer hin. Dann meine Skates und mein Verstärker. Warum der hier im Flur steht, weiß ich auch nicht genau. Ja. So, jetzt kommt das Zimmer meines Mitbewohners. Das darf ich ja offiziell nicht zeigen, tue ich nämlich auch nicht. Weil ich will ja seine Privatsphäre respektieren. Was ich euch aber zeigen werde, ist mein kleiner Wusel. Hallo, hallo, hallo. Er scheint etwas kamerascheu zu sein. Ich habe leider gerade kein Leckerchen, was ich ihm geben kann. Wir waren gestern einkaufen, aber. Schnuffel. Schnuffel. Ah, hallo. Hallo. Okay. Ja, der Käfig ist bei ihm im Zimmer, weil, also bei meinem Mitbewohner im Zimmer, einfach weil ich das Problem habe, dass ich das Problem hatte, dass er immer abends so gegen 10 Uhr angefangen hat, sein Futter zu knabbern. Und das fand ich immer unglaublich nervig. Ich konnte dann gar nicht richtig einschlafen. Und deshalb steht er halt hier in seinem Zimmer. So, dann wandern wir mal weiter. Hier ist mein Zimmer, das kann ich dann auch ruhig zeigen, das ist kein Problem. Also, ja, hier steht der Rest zu meinem Verstärker.
Wie gesagt, warum der im Flur steht, weiß ich nicht genau. Hier sind noch ein paar Überbleibsel vom Umzug. Sind hauptsächlich noch Sachen, die in den Keller müssen. Ich bin bis jetzt nur zu faul gewesen, die runterzubringen, wenn ich ehrlich bin. Hier oben findet sich noch das, was aus meinem Computer rausgebaut wurde, sozusagen, und ersetzt wurde. Was das jetzt genau ist, fragt mich nicht. Ich habe da wenig Ahnung von. Den Bogen wollte ich eigentlich auch ganz gerne irgendwann mal aufhängen, genauso wie die Pfeile. Das sind Errungenschaften von meinem letzten Besuch auf dem MPS, dem mittelalterlichen Fantasy-Spektakulum. War relativ teuer, aber lässt sich auch benutzen. Und von daher sehr, sehr cool, fand ich. So, ich habe jetzt, also das hier ist mein Sofa, nicht schön, aber selten. Und hier haben wir meinen kleinen Tisch. Ich habe sogar ein Aquarium. Ich habe Fische. Ich bin eine leidenschaftliche Teetrinkerin und von meiner Mama habe ich vor kurzem diese wunderschöne Teekanne bekommen, in der ich mir dann jetzt auch meistens meinen Earl Grey Tee mache. Zucker und Milch habe ich direkt mit hier rüber geholt. Und ja, hier sind noch ein paar Überbleibsel. Also es sieht noch nicht so optimal aus hier in meinem Zimmer. Hier ist das ist eigentlich der Karton von meinem Drucker. Den habe ich jetzt umfunktioniert zu meinem kleinen Nachttisch. So, hier haben wir noch eine Kommode. Da sind meine ganzen Klamotten drin. Die wird nochmal neu angestrichen, weil solche Sachen wie das hier, das ist nicht schön. Das ist eigentlich nur goldene Farbe. Wie die da hingekommen ist, fragt mich nicht. Aber ja, da in der Tüte sind die ganzen Rattensachen drin, so Streu und Desinfektionszeugs und sowas, alles, was ich brauche, halt, um den Käfig sauber zu machen. Hier, die Glasvitrine sollte eigentlich nicht so vollgestellt sein. Ich habe viel zu viele Bücher. Das sind meine ganzen Games und DVDs. Yeah. Also diese Tür, wo ist meine Hand? Diese Tür und diese Glastür da. Die kommen eigentlich noch hier dran, also da unten und hier so. Aber da bin ich bisher leider noch nicht zu gekommen und deshalb steht das Ganze jetzt hier leider noch unverschlossen, was ich nicht so furchtbar schön finde. Aber ja, lässt sich nun mal im Moment nicht ändern. Ich kann das leider nicht alleine und wir haben leider momentan noch nicht wirklich die Zeit gefunden, das zu ändern. Hier hängen immer meine Dienstpläne. Möglichst aufpassen, dass man nicht sehen kann. Meine wundervolle Lampe, die habe ich mir übrigens extra für die neue Wohnung angeschafft. Die Decken sind relativ hoch, wie ihr vielleicht sehen könnt. Also es ist ziemlich weit bis zur Decke. Und wir haben deshalb das Problem, dass wir unsere Lampen nicht richtig anbringen können. Deswegen mussten wir uns Stehlampen besorgen. Ich habe übrigens einen Creeper. Der kann auch explodieren. Wartet mal, das muss ich mal checken. Wartet. Warte. Wo ist das Drückdingsbums? Komm schon. Moment, ich muss einmal kurz die Hand wechseln. Bumm! Oder Butz, wie wir so schön sagen würden. Okay. Der passt jetzt auf meine Sachen auf. So, und hier kommen wir dann jetzt. Ja, ich sammle mal Pfand bei meiner Arbeit. Hier kommen wir jetzt zu meinem Arbeitsplatz. Hier ist übrigens noch mein Bett, by the way. Nicht wundern, warum das nicht gemacht ist. Ich habe gerade geübt. Und deshalb, dann räume ich mein Bett immer so ein bisschen frei, damit ich da genug Platz zum Üben habe. So. Hier ist jetzt mein Schmuckstück. Entschuldigung, ich sollte es nicht drehen. So, hier noch mein Mikro. Der Popschutz ist da unten. Da. Den bringe ich immer erst an, wenn ich aufnehme, weil der mir sonst mega im Weg ist. So, hier kommen wir noch zu meinem Equipment. Ah ja, schade. Ich bin vom Server geflogen. Ich war gerade auf dem Paradise-Server. Da ist mein Tee. Und natürlich, kein Zocker kommt ohne aus. Energy! Ja, Rockstar, mein ouch, gegen den Stuhl gelaufen. Mein favorisierter Energy Drink, muss ich zugeben. Ja, sowohl den Tisch als auch den Stuhl habe ich mir, glaube ich, vor einem knappen Jahr bei Ikea geholt. Und ja, da unten ist noch der Drucker, den ich vorhin angebracht habe. Ja, das zu meinem Equipment. Hier ist mein Arbeitsplatz, hier verbringe ich sehr, sehr viel Zeit und ach so, eine Webcam habe ich übrigens auch für meine Aufnahmen dann.
Also wenn ich denn dann irgendwann mal Webcam-Aufnahmen mache. Ist ein ziemlich teures Teil. Habe ich über Ungespielt gefunden. Der hat, glaube ich, dasselbe eine Zeit lang benutzt. Und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal zu meiner Roomtour. Ihr kennt jetzt mein Zimmer, ihr kennt meine Wohnung und ich möchte euch noch einmal ganz, ganz herzlich für 100 Abonnenten danken. Ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich irgendwann einmal die 100 Abonnenten erreiche. Ich bin unglaublich glücklich. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.